18.18 Uhr, Orga TV. Herzlich willkommen zu unserer heutigen Sendung. Ja, servus auch von mir. Heute ist wieder was ganz Besonderes. Orkide. Genau. Ja. Unsere Experten sind da. Unsere Experten zum Thema, ich gehe mal kurz drüber, Teppich, Paradoxie, Bewerbungsgespräch und Mitarbeiterabbauplanet. Orkide, genau. Was soll das denn sein? Tja, Sven, ich würde sagen, das wirst du im Laufe der Sendung sehen. Ja, werde ich es erfahren. Genau, das ist toll. Ich bin schon sehr gespannt. Gucken wir uns mal an, was kommt. Ha? Genau, gucken wir uns mal an. Neue Form der Mitarbeiterbeschaffung. Standardlebensläufe als Paradoxie. Sucht man einen Standardmitarbeiter oder macht man sich nur die Bewerbung einfach? Perspektivfrage im Bewerbungsgespräch oder einfach gesagt, wo sehen Sie sich in 5 Jahren? Der schwarze Mitarbeiterabbauplanet oder auch, wie dränge ich einen Mitarbeiter erfolgreich zur Eigenkündigung? Ja. Ja, Sven. Das war schon mal ein kleiner Vorgeschmack. Genau. Waren doch ganz interessante Themen, ne? Ja, du, ich bin echt gespannt. Vor allem das mit dem, dieses Standardlebensläufe als Paradoxie, also ein sensationeller Name, also wirklich für einen Beitrag, finde ich wirklich sensationell. Genau. Aber wir wollen natürlich anfangen mit erstmal der Vorstellung von den ganzen Mitgliedern, die heute mitwirken, also unseren Experten, also unserer Runde. Und da möchten wir gerne anfangen mit der Melanie. Bitte schön einmal. Ah, Melanie Figginger ist heute an der Kamera. Wir sind komplett begeistert. Dann kommt die Regie. Die Regie, schaffen wir das zeitlich? Ja, Mariana Kurz und Maximilian Schulz. Ja, und den Supervisor Randy, der hinten dran immer noch sitzt. Und last but not least, unsere Co-Moderation heute, die Christine. Genau. Christine Schau. Ja, danke Sven. Auch ich möchte euch ganz herzlich zur der heutigen Orga-TV-Sendung begrüßen. Wie ihr seht, ist das heute das erste Mal für mich als Co-Moderatorin. Und ich hoffe, dass ich euch problemlos durch diese Sendung führen kann. Ja, ich würde sagen, kommen wir doch zum ersten Thema der heutigen Sendung. Dabei geht es um eine neue Methode der Mitarbeiterbeschaffung. Und zwar, die Bewerber werden wie Stars auf dem roten Teppich in Hollywood verwöhnt und umsorgt. Doch was steckt wirklich dahinter? Und ob sich diese neue Methode als der Sprung auf die neue Karriereleiter oder als eine Falle sich hinaus kristallisiert, sehen wir in dem folgenden Beitrag. Film ab! Wir brauchen Personal. Ja, ich glaube, mir gefällt diese neue Methode der Mitarbeiterbeschaffung. Ich meine, so ein neues Handy oder ein nagelneues Auto kann man ja jederzeit gebrauchen. Doch wie sieht das Ganze in der Realität aus? Dazu habe ich heute einen ganz besonderen Gast eingeladen, und zwar Björn Frenzel, Personalberater bei B&P, Beratung und Personal. Hauptsitz hier in Saarbrücken. Ja, noch ein paar Fakten zu Björn. Björn Frenzel hat zuerst als Werkstudent bei B&P angefangen. Nach seinem Studium im Schwerpunkt internationale Tourismusmanagement
wurde er fest eingestellt, und zwar als Leiter des Research Teams. Und am besten gebe ich das Wort an Björn, damit er sich vorstellen kann. Ja, vielen Dank erstmal für die nette Einladung, für das Willkommenheißen hier. Vielleicht noch zwei, drei Worte zum Unternehmen. Ja. B+P Beratung Personal ist ein Headhunter hier im Saarland. Wir sind der größte Headhunter. Unsere Kunden verteilen sich auf die Region Hessen, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und natürlich auch das Saarland, weil wir hier eben auch unseren Hauptsitz haben. Ja, das zu unserem Unternehmen. Mhm. Ich selbst, hast du schon gesagt, habe dort als Werkstudent angefangen, ja, und bin jetzt momentan in der Leitungsposition unserer Research-Abteilung gebunden und betreue auch noch verschiedene andere Themen. Und freue mich natürlich sehr über die heutige Einladung hier als Experte. Okay, kommen wir doch zur ersten Frage. Mhm. Haben Sie eigentlich schon mal von Red Carpet Recruiting gehört? Mhm. Also mir ist der Begriff durchaus bekannt. Das kommt ja ursprünglich aus der New Economy, also es ist auch, ja, schon einige Zeit her, wo das entwickelt wurde, um eben die besten Bewerber wirklich für das Unternehmen gewinnen zu können. Mhm. Für den Bewerber an sich ist es natürlich ganz schön, weil der bekommt wirklich was Tolles geboten, wie zum Beispiel ein Wochenende in der Schweiz, wo man Bergsteigen geht, man geht Rafting, man geht Canyoning machen und wohnt dann natürlich auch in den besten Hotels. Und das kann man sich als Bewerber natürlich auch gut gefallen lassen. Und aber er muss ja aufpassen, es ist ja ein reiner Self-Assessment-Center. Genau, aber das wollte ich gerade sagen, es, ja, ist im Prinzip nichts anderes als ein Assessment-Center, wo man eben auch genau unter die Lupe genommen wird. Dort sind vor Ort sind Experten, Psychologen, mhm, Personalberater, die einen dort auf Herz und Nieren prüfen. Das ist dann natürlich nicht so auffällig und unter so einer Drucksituation wie in einem klassischen Assessment-Center, ja, was auf der anderen Seite auch den Vorteil für die Unternehmen widerspiegelt, weil man die Bewerber eben wirklich in einer ungezwungenen Atmosphäre kennenlernen kann. Das ist der Punkt 1. Auf der anderen Seite ist dann natürlich auch fraglich, ob so jemand auch in einer Stresssituation so reagiert, wie er dort eben wahrgenommen wird. Mhm. Das dazu. Zum anderen ist es natürlich auch ein Kostenfaktor für die Unternehmen. Wenn wir jetzt mal den Blick hier in die saarländische Wirtschaft werfen, werden die wenigsten Unternehmen Red Carpet Recruiting anbieten, weil wir hier meistens eine mittelständische Struktur haben, mhm, und man in den Absolventen eigentlich noch mehr rein investieren muss als in einen fertig ausgebildeten Mitarbeiter. Okay, gehen wir doch zurück zu Sven Orkide. Ja, vielen Dank. Ging jetzt ganz schön flugs. Wir wollten jetzt also, ich finde es auch mal, also herzlich willkommen auch mal von uns, ne? Von hier drüben, wollen wir jetzt auch mal kurz noch loswerden. Wir wollen jetzt mit dem zweiten Thema schon weitermachen, Orkide. Genau, da geht es um Standardlebenslauf, Sven. Ja, du, habe ich bis jetzt noch, obwohl, doch, habe ich schon mal gemacht, irgendwann, ja, mal, aber ja, war nicht so erfolgreich. Nicht? Aber nee, schade. War ein bisschen dumm gelaufen bei der Burgerkette. Nee, Quatsch, Spaß, komm. Das ist schon wieder okay. So diese. Also, wir haben ja vorhin als Übertitel gesagt, Standardlebenslauf als Paradoxie. Genau. Das ist jetzt natürlich die Frage, wie ist die Paradoxie gemeint? Standard statt individuell, wie meint man das? Also hast du da auch irgendwie schon mal was? Also ein individueller, ja, Lebenslauf, jo alle, aber... Ja, genau, aber dass man sich irgendwie ein bisschen hervorhebt, ne? Also vielleicht in der Gestaltung oder halt auch, ne, was man so reinschreibt. Ich meine, jeder schreibt ja was anderes hin, ne? Mal, ja, schreibt man sagen, rein, ja, ich habe einen Führerschein, der andere schreibt rein, nee, ich habe keinen, oder lässt es halt ganz weg. Ja, genau, so, wenn man sich halt, ne, als Näherin bewerben will, muss man jetzt nicht dazu schreiben, dass man LKW-Führerschein hat. Das ist ziemlich unsinnig, nicht, ja, wahr? Ja, genau, ja. Naja, aber wollen wir mal gucken, wie es im Film aussieht. Ja, wir wollen mal gucken, wie uns, genau, die Melanie Fickinger jetzt erklären will, was der Standardlebenslauf als Paradoxie wirklich ist. Bitte schön. Herein. Guten Tag. Bitte? Ich würde gerne meine Bewerbungsunterlagen abgeben. Ah ja, super. Ich würde mich dann nochmal bei Ihnen melden. Alles klar, danke schön. Ja, tschüss. Hallo. Guten Tag. Ich würde hier gerne eine Bewerbung abgeben. Vielen Dank. Ich würde mich dann nochmal bei Ihnen melden. Okay, danke. Tschüss. Tschüss. Thank you.
Ja, Standardlebenslauf, das ist ja mal keine so schlechte Idee. Heißt das jetzt, dass ich nur einmal in meinem Leben einen Lebenslauf schreiben muss und ihn dann an verschiedene Unternehmen verschicken kann? Oder laufe ich Gefahr, als Standardmitarbeiter abgestempelt zu werden? Am besten gebe ich die Frage weiter an Björn. Haben Sie schon mal so eine Erfahrung gemacht mit Standardlebensläufen? Also für uns spielt ein Standardlebenslauf in aller Regel erstmal relativ wenig Sinn, weil wir aktiv auf die Bewerber zugehen. Das heißt, wir machen den ersten Schritt auf die Bewerber zu, im Zuge der Direktansprache, sodass dort ein Standardlebenslauf relativ wenig Sinn macht. Und die Kandidaten senden uns dann auch einen sehr individuellen Lebenslauf zurück, den wir dann auch dankbar entgegennehmen, weil wir dort diese Individualität auch schätzen. Ein Standardlebenslauf macht dann Sinn, wenn ich als Unternehmen eine Position zu besetzen habe, wo der Arbeitsmarkt auch noch viel hergibt, es Sinn macht, eine große Anzahl von Bewerbungen auch schnell und automatisiert auch zu verarbeiten. Dann macht so ein Standard-Lebenslauf auch wirklich Sinn. Hier in der saarländischen Struktur, das ja durchaus sehr stark mittelständig geprägt ist, macht sowas meiner Meinung nach keinen Sinn. Und als Personaler würde ich auch immer wieder den individuellen Lebenslauf bevorzugen. Einfach, weil man anhand dieser Unterlagen, wenn die wirklich schön gemacht sind, können die auch wirklich herausstechen und verschaffen so einem auch natürlich einen Vorteil gegenüber anderen Bewerbern. Auf der anderen Seite, wenn ich ein Personaler bin, der auch noch einen Experten dazwischen geschaltet hat, wie zum Beispiel uns als Personalberatung, wir selber machen für unsere Kunden auch eine Art standardisierten Profil von den priorisierten Kandidaten. Dazu ist aber noch zu sagen, dass wir jedes Profil mit einer Individualität versehen. Das heißt, wir fügen den individuellen Wunsch des Kandidaten hinzu, wo er sich sieht, und auch die Bewertung des Beraters, der den Kandidaten auch interviewt hat, also, sodass dann ein Standard wieder individualisiert wird und dem Kunden dann natürlich auch die Entscheidung vereinfacht. Also Sie unterstützen auch die Bewerber damit? Absolut. Okay, damit gehen wir doch zurück zu Sven Orkide. Ja, vielen Dank. Da direkt anschließend sind wir auch schon beim Beitrag 3 und da ist die Perspektivfrage im Bewerbungsgespräch ein ganz großes Thema. Und genau, zwar, Sven. Wie könnte die aussehen, Orkide, was machst du in 5 Jahren? Tja, gucken wir mal, ne, Sven? Gucken wir mal. Boah, dich nehme ich nicht. Okay, ich will das mal nicht so persönlich nehmen. Nein, natürlich nicht. Quatsch, aber hast du schon einen Plan, wo du in 5 Jahren bist? Ja klar, mit Michelle Hunziker Wetten, das moderieren ist doch, also, Entschuldigung, ja. Ja, also, da bin ich also jetzt wer den Anspruch gekommen, nicht hat, der, nein, Quatsch, Spaß. Aber es ist tatsächlich so, es kommt extrem drauf an, was man da antwortet und vor allem, inwiefern diese Antwort halt auch dem Arbeitgeber dann gefällt, ne? Weil da kommt es dann auf Stichwörter wie Wettbewerb, Leistungsmessen und Karriererichtlinien an, die das Unternehmen setzt und der Mitarbeiter, also der zukünftige Mitarbeiter, sollte natürlich irgendwie darauf gefasst sein, was er da dem dann antwortet. Ne? Okay, so dann. Sollte es sein, genau. So sollte es sein. Aber unser Film gibt da sicherlich mehr Aufschluss drüber. Der ne? gibt bestimmt viel Aufschluss drüber. Ja, deswegen schauen wir uns jetzt mal an. Christine Schau hat den gemacht, bitteschön. Hallo? Hallo, Frau Kurz. Ja? Am Mittwoch um 9 Uhr Bewerbungsgespräch. Okay, alles klar, Frau Kurz. Dann sehen wir uns am Mittwoch. Okay, auf Wiedersehen. Frau Schuh, kommen wir zur nächsten Frage. Wo sehen Sie sich in 5 Jahren? Ich könnte mir schon vorstellen, dass ich in 5 Jahren... Bevor du leichtfertig darauf antwortest, versuche dich in den Kopf der Personalchefin hineinzuversetzen. Kommen wir zur nächsten Frage, Frau Schuh. Wo sehen Sie sich in 5 Jahren? Herein. Gute Idee. Da gerne. Gut.
dann vielen Dank und auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ja, Bewerbungsgespräch, das ist ja auch ein sehr interessantes Thema für Sie, da es ja zu Ihrem Tagesgeschäft gehört. Haben Sie schon mal in einem Bewerbungsgespräch eine Perspektivfrage gestellt bekommen? Mhm. Ich persönlich habe die Frage auch schon mal gestellt bekommen. Muss ich ganz offen und ehrlich zugeben, war da auch nicht wirklich auf die Frage vorbereitet. Mhm. Wichtig ist vielleicht, gerade für Absolventen, die jetzt auch zuschauen, dass man sich aus so einer Frage auch nicht aus der Ruhe bringen lassen soll. Meiner Meinung nach macht so eine Frage gerade bei einem Berufseinsteiger auch relativ wenig Sinn. Viel wichtiger finde ich persönlich, dass man sich die Frage vorab schon mal selbst stellt. Mhm. Während des Studiums oder auch schon vor der Ausbildung, dass man sich einfach auch mal über einen vielleicht doch erstmal breit gesteckten roten Faden im Klaren wird, ein paar Eckpunkte setzt und dann darauf hinzuarbeitet, dass man sich immer mehr spezialisiert. Und wie ehrlich soll man drauf antworten? Mhm. Also da immer der gute Rat, so ehrlich wie möglich, wenn man dem Interviewer das dann auch so offenlegt, dass man sich da Gedanken gemacht hat und in die Richtung gehen will, ob das jetzt im Personalbereich ist, im Marketingbereich, das ist ja nochmal ein sehr, sehr breit gefächerter Bereich. Wenn man da aber schon mal Eckpunkte gesetzt hat, kommt das durchaus auch positiv an. Viel mehr Sinn macht so eine Frage eigentlich bei jemandem, der schon Berufserfahrung hat und der sich auch für eine Führungsposition bewirbt. Weil dann kann man nämlich mit dieser Frage auch abprüfen, ob man mit so jemandem langfristig planen kann. Wenn ich jetzt hier eine Position zu besetzen habe, die in 10 Jahren immer noch zu besetzt sein soll und auch im Inland, und derjenige antwortet auf die Frage, ich möchte gerne in einer Auslandsniederlassung arbeiten, dann habe ich spätestens in 2-3 Jahren nochmal ein Problem und muss die Stelle neu besetzen. Es sei denn, ich habe natürlich Alternativen, die ich dem Kandidaten anbieten kann. Oder auch Nachrückverfahren, die im Unternehmen integriert sind. Haben Sie noch andere Tipps für Bewerber, die jetzt in so einer Situation sind und die Frage gestellt bekommen? Also wie gesagt, der einzige Tipp, den ich da an die Bewerber habe, ist wirklich, bei dieser Frage gibt es kein richtig und kein falsch. Und man soll sich auch durch so eine Frage nicht aus der Ruhe bringen lassen, sondern einfach sich vorab darüber schon mal Gedanken machen. Und auch wenn der Weg für einen selbst noch nicht klar definiert ist, das kann man dem Interview auch so auch rüberbringen. Ja, okay, dann fragen wir mal Sven Orkide. Wo seht ihr euch denn in 5 Jahren? Ja, wir haben ja gerade schon gesagt, ne, ein bisschen, du bei Wetten, dass, ne? Ja, und ja, Orkide als Hilfsarbeiterin. Ah, Sven, hast mich mal wieder Entschuldigung. Gut abgestempelt. Entschuldigung, nein, nee, mach dir nichts. Nee. Orkide, mach jetzt mal eine glänzende Überleitung. Achtung. Genau, also wir kommen jetzt nämlich zum schwarzen Mitarbeiterabbauplanet. Sven. Ja. Da geht es nämlich darum, dass das Unternehmen versucht, Mitarbeiter zur Eigenkündigung zu zwingen. Und zwar durch Mobbing und sowas. Was? Ne? Ja, und zwar leider Gottes, dadurch entsteht das, dass die Personalplanung irgendwie ein bisschen schief gelaufen ist und die dann plötzlich Leute loswerden müssen. Unfassbar. Und, ja. Mobben, wer macht sowas? Ja, das ist natürlich, sehr traurig. Vor allem am Arbeitsplatz ist es schlimm, ne? Weil ich meine, wenn das aus der Schule kennt man es ja, da ist ein bisschen Mobben, ist halt immer drin, mein Gott. Ach, so ist das. Ja, ist aber wirklich, also kann mir jetzt keiner erzählen. Ein bisschen ist immer drin, aber am Arbeitsplatz ist es dann halt schon, da geht es dann teilweise halt wirklich so krass unter die Gürtellinie. Das ist nicht so cool, aber so. Sven, das hört sich ja fast so an, als würdest du schon im Arbeitsleben stehen jetzt. Natürlich, man macht sich ja seine Gedanken. Ne? Ja, genau. Wir haben schon viel gehört, genau. Ja, also die Frage ist jetzt, wie bringe ich meinen Mitarbeiter zur Eigenkündigung, damit ich nicht zum Schluss der Depp bin und ihm kündigen muss? So, würde ich sagen, mal machen wir mal kleine, Film, ne? Haben wir eine kleine Zusammenfassung gemacht und schauen uns den Film von Marianna Kurz an. Bitteschön.
Ja, der schwarze Mitarbeiterabbauplanet. Wow, was für ein außergewöhnliches Thema. Ich habe vorher noch nie davon gehört. Und wie sieht es mit Ihnen aus? Also ich habe davon auch schon mal gehört. Allerdings muss man sagen, es ist doch ein stark theoretisches Thema. Gerade in der heutigen Zeit des Fach- und Führungskräftemangels, wenn man davon hört, kann man eigentlich nicht mehr davon ausgehen, dass sowas ein Unternehmen heutzutage noch praktiziert. Das sind verschiedene Punkte, warum das so ist. Es kommt in wirklich Randgebieten vor. Deshalb möchte ich vielleicht da eher von einer Mitarbeiterabbauinsel sprechen, als von einem ganzen Planeten, weil es doch durchweg eigentlich eher ein Einzelfall ist. Vor allem auch in Deutschland. Mhm. Wenn man in den internationalen Markt geht, ist es tatsächlich auch noch eher mal der Fall, weil man dort auch wirklich große Konglomerate hat, wo der einzelne Mitarbeiter nicht viel zählt. Aber wenn wir jetzt mal nochmal zurückgehen in die saarländische Struktur, zu saarländischen Unternehmen, wenn man dort eben durch gezielte Maßnahmen, wie zum Beispiel, es gibt ja dieses Modell von Herzberg nach den Motivatoren und den Hygienefaktoren. Mhm. Wenn man dort gezielt hingeht und eben solche Faktoren abschafft, sei es werden Entgelte gekürzt, einfach auch die Anerkennung der eigenen Arbeit, das sind Punkte, die demotivieren Mitarbeiter und führen dazu, eben auch initiativ zu kündigen. Fürs Unternehmen hat das natürlich kurzfristig gesehen einen ganz klaren Vorteil, man spart sich die Abfindung. Mhm. Langfristig gesehen wird so ein Unternehmen aber enorme Probleme kriegen in der Personalbeschaffung. Ja, klar, die haben dann einen schlechten Ruf und es ist dann schwer, einen schlechten Ruf wieder zu neutralisieren. Absolut. Und dann schafft es auch ein Personalberater, auch mit den besten Personalmarketing-Methoden, nicht dieses Employer Branding, zumindest kurzfristig, nochmal auf ein annehmbares Level zu schaffen. Das ist also ganz wichtig. Man muss da eben auch wirklich langfristig sehen, dass das dem Unternehmen mehr schadet als bringt. Klar ist es so, dass in Konjunkturspitzen Personal abgebaut werden muss, weil einfach das Ganze, das Unternehmen muss weiter bestehen. Mhm. Und um dann eben den Großteil der Mitarbeiter die Chance zu geben, weiter beschäftigt zu sein, müssen eben Mitarbeiter abgebaut werden. Das ist ganz klar. Wenn man das machen muss. Aber heißt das auch, dass sie falsch gewirtschaftet haben, also dass sie mit der Personalplanung gar nicht zurechtkommen? Das ist zum einen, kann der Fehler daran liegen, dass einfach auch die Personalbedarfsplanung falsch war. Zum anderen aber auch an unkalkulierbaren Krisen, wie wir es in der Vergangenheit ja auch schon öfters gesehen haben. Daran kann sowas liegen. Aber nochmal zurückzukommen, es ist wichtig, dass wenn man solche Wege gehen muss, die unternehmerisch einfach auch nachvollziehbar sind, ist es wichtig, das Ganze auch ordentlich zu machen mit Sozialplänen und den ganzen Methoden, die es da gibt. Und dann hat man auch relativ wenig Probleme in der Reputation des Unternehmens. Und wie können Sie jetzt als Personalberater den Mitarbeitern helfen, die jetzt in so einer Situation sind, beziehungsweise die jetzt auf der Suche nach einer neuen Arbeitsstelle sind? Also in der Regel, wenn es tatsächlich Fach- und Führungskräfte sind für Spezialpositionen, können wir denen in der Regel sehr, sehr gut weiterhelfen. Denn wir haben da ein gutes Netzwerk zu vielen Unternehmen und gerade Spezialisten, Fach- und Führungskräfte. Wir haben ja einen Fach- und Führungskräftemangel. Das Arbeitskraftangebot nimmt ja ab. Und von daher dürfte so jemand eigentlich gar kein Problem haben, dann nochmal in eine neue Beschäftigung zu kommen. Deshalb halte ich, wie gesagt, auch diese Theorie von dem Mitarbeiterplaneten eher sehr theoretisch und sehe das eher als Insel, als Planeten. Ja, ihr Lieben, wir sind schon fast am Ende unseres heutigen Interviews. Ich möchte mich ganz herzlich bei Björn Frenzel bedanken, der sich jetzt noch ein paar Worte dazu sagen möchte. Ja, also erstmal vielen Dank nochmal für die Einladung, für die sehr interessanten Themen. Wir freuen uns ganz sehr, dass Sie heute da sind. Und ich konnte, denke ich, den Zuhörern oder den Fernsehzuschauern, denke ich, auch ein bisschen ein Stück weit näher bringen, wie wir arbeiten. Mhm. Und das ganz Spannende ist eben auch, dass wir eben auch Werkstudenten die Möglichkeit bieten, in dieses Feld Einblicke zu bekommen. Und da einfach nochmal der Aufruf, bei uns kann man auch arbeiten und es macht auch Spaß. Also Leute, bewerbt euch fleißig. Mit diesen Worten möchte ich mich auch bei euch verabschieden und wir scheiden rum zu Sven Orkide. Ja, und da kann ich auch schon gleich meinen Senf dazugeben. Wer sich da wirklich bewerben will, der soll nicht B plus P mit BP verwechseln. Ne? Ist ein Plus dazwischen. Nee, ist ganz wichtig. Ja, okay. Man weiß ja nicht... Ja, das stimmt. Das ist ein guter Hinweis. Das ist ein sehr guter Hinweis. Natürlich. Genau. Ist ja auch von mir. Genau. So. Also, wollen wir nochmal zusammenfassen. Okay, Orkide, beginne. Genau. Also, wir hatten heute wieder sehr interessante Beiträge.
Der erste, worum ging der nochmal? Da muss ich mal kurz spicken. Das war der, der rote Teppich. Genau, der rote Teppich. Der rote Teppich, der ist ja, ja, also Mitarbeiterbeschaffung und dann verarschen. Also ob das wirklich, Sven, ja, Entschuldigung, aber durch die Blume gesagt ist das so. Des Weiteren haben wir noch über Standardlebensläufe gehört und Paradoxien, das ist auch ziemlich krass gewesen. Natürlich könnt ihr, falls euch das jetzt alles zu schnell ging, euch die Sendung nochmal angucken. Danach, dann, ja, genau, auf der Karriereleiter hatten wir dann noch das Bewerbungsgespräch, wo sehen Sie sich in 5 Jahren? Ganz wichtig, was man darauf antwortet, gell Sven? Genau, und den schwarzen Mitarbeiterablaufplanet, wo die Unternehmen jemand durch Mobbing, so ein böses Wort, dazu bringen wollen, selbst zu kündigen, anstatt es einfach selbst durchzuziehen, einfach zu sagen, du bist jetzt weg. Von uns übrigens auch nochmal vielen Dank, dass Sie da waren, ne? Genau. War ein super Interview, vielen Dank. So, und uns bleibt jetzt noch. Ja, Sven, am Montag haben wir eine Sondersendung. Montag, ganz heiß. Orga-TV Spezial zur Stupawahl, zur 58. an der Universität des Saarlandes. Genau, um 16.16 Uhr live. Und das müsst ihr. Ja, ihr müsst es sehen. Oder wer kommen will, der kann uns auch sehr gerne eine E-Mail schreiben, dann sagen wir euch auch, wo es ist. So. Genau. Also, wir hoffen auf zahlreiche E-Mails. Genau. Also am Montag 16.16 Uhr, ne? 16.16 Uhr. Ansonsten Facebook, fratzenbuch.de, wie auch immer ihr wollt, unter OrgaTV mit TE und VAU, unter babbel.com und die Stupawahl nicht vergessen. Wählen gehen ab nächster Woche Montag, könnt ihr das tun bis zum 1. Juli. Wir würden uns freuen, wenn da ordentlich viele Leute dabei sind. Und ja. Wir sind fertig. Genau, wir sind dann fertig für heute. Macht's gut und bis nächste Woche. Ciao. Ciao. Und hier nun wieder die Orga-TV-Tipps zum Wochenende. Am Donnerstag zeigt euch Cameron Diaz, was ein wirklich schlechter Lehrer ist. Bad Teacher startet am 23.06. in den deutschen Kinos. Am Freitag, den 24.06. läuft in Saarbrücken Folgendes. Im 7 gibt es ab 23 Uhr Cuba Libre. In der Garage gibt es ab 22 Uhr wieder Best Of. Heiße Salsa-Rhythmen gibt es für euch im Havanna. Und im Nachtwerk ist wieder Geiz bleibt geil angesagt. Los geht's ab 22 Uhr. Orga TV wünscht euch viel Spaß für das kommende Wochenende.